Vielen Dank für die freundliche Einladung zu dieser spannenden Veranstaltung. Ich werde Ihnen in den nächsten 40 Minuten zum vorgegebenen Thema eine Übersicht liefern. Allerdings ist das Thema natürlich eigentlich so umfassend, dass man eine ganze Serie von Vorlesungen halten müsste. Ich werde die Grafiken entnehmen aus meinem UTB-Lehrbuch für die Auflage Evolutionsbiologie. Dritte Auflage wurde ins Portugiesisch und Russisch übersetzt. Die vierte ist wieder etwas angewachsen und inhaltlich. Ich werde aber vieles jetzt reduzieren müssen und natürlich das Ganze auch mit humorvollen Einlagen und allgemeinen Anmerkungen, ich sage jetzt mal, für Sie etwas spannender gestalten, als diese sterilen Grafiken es erwarten würden. Ich muss zunächst ein paar allgemeine Worte sagen zur Evolution an sich. Was ist Evolution? Evolution ist das Andersartigwerden der zu Populationen zusammengeschlossenen Organismen im Verlauf der Generationen erfolgen. Charles Darwin hat das Ganze als Abstammung mit Abänderung oder Deszendenz mit Modifikation definiert. Und ich habe mich ja unbeliebt gemacht, früher mal, als ich noch mit Kreationisten mich gestritten habe, durch die Behauptung, Evolution sei eine Tatsache, da gibt es auch ein Buch dazu, Tatsache Evolution, ich werde auch einiges aus dem Buch dazu jetzt noch sagen. Und einen kurzen Beleg dafür sehen wir hier. Rezente Organismen, das ist das, was heute lebt. Wir sind alle rezente Organismen. Wir bestehen alle aus Zellen, die Biosphäre ist die Gesamtheit dessen, was heute lebt. Es gibt aber auch fossil erhaltene Organismen und man kann jetzt, wenn man beispielsweise so ein Spiel durch Grand Canyon sich anschaut, ganz klar zeigen, dass die älteren, also etwa 400 Millionen Jahre alten Fossilien, die fischartig ausschauen, immer weiter unten liegen, verglichen mit den vierbeinigen, amphibienartigen Urformen und dann kommen da oben im Karbon eben Reptilien. Da Lebewesen von Lebewesen abstammen, DNA von DNA abstammt, Zellen von Zellen abstammen, beweist so eine aufsteigende Fossilreihe völlig klar, dass das die ausgestorbenen Vorfahren dieser Nachkommen waren. Und man kann diesen Beleg, dass Evolution eine Tatsache ist, das habe ich wie gesagt in verschiedenen Büchern gemacht, sehr weit treiben. Das würde mich jetzt aber, naja, sagen wir, zwei Zeitstunden kosten. Deshalb mache ich jetzt weiter. Unbedingt wichtig muss man immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich Evolutionsforschung heutzutage zum einen immer noch Fossilienkunde darstellt oder paläobiologische Analysen reflektiert, aber eben auch DNA-Sequenzanalytik darstellt. Wir erforschen Evolutionsprozesse hier in Deutschland und auch in den USA unter Einsatz von DNA-Sequenzen und die zeigen uns Verwandtschaftsverhältnisse, daraus kann man Stammbäume ableiten, daraus kann man Abstammungslinien rekonstruieren. Uns interessiert jetzt wirklich nur die obere Linie, alles andere wäre zu weit führen. Die obere Linie, da haben wir nämlich Homo sapiens ganz oben. Wir bestehen aus Zellen, wie alle Lebewesen. Im Zellkern finden wir eben dann unser Erbgut. Und wenn man Mitosestadium anguckt, werden Sie sehen, das ist ganz wichtig jetzt für die folgenden Ausführungen. Wir haben ein doppeltes Erbgut, nämlich 223 Chromosomen, ein Chromosomensatz von der Mutter, ein Chromosomensatz vom Vater, wobei nur das Kerngenom des Vaters in haploider Form übertragen wird, das mitochondriale Genom und das Mikrobiom, das heißt jene DNA-Bereiche, die über Bakterien uns auch definieren, kommen von der Mutter. Also die Mutter liefert wesentlich mehr Erbmaterial zum Kind verglichen zum Vater, das werden wir gleich sehen, das hat mit Kooperation und Kompetition sehr viel zu tun. Also wir sind diploide Lebewesen, doppelter Chromosomensatz, ein
halbiere Chromosomensatz vom Vater, einmal von der Mutter. Das Ganze verläuft im Zuge der zweigeschlechtlichen oder sexuellen Fortpflanzung. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Die gemeinsame Abstammung. Wir haben gerade gesehen, die DNA, also das Erbgut und die Proteine, sind universell zu finden bei allen Lebewesen. Und jetzt haben wir hier noch weitere Biomoleküle, Adenosintriphosphat, Nicotinamid, Adenosintriphosphat, Coenzym A, das sind Beispiele für evolutionär hochkonservierte Biomoleküle. Und all das, diese universellen Biomoleküle, die beweisen jenseits aller Zweifel, dass Bakterien, Schleimpilze, Amöben, Algen, Schweine, Menschen, Käfer, Pilze und Pflanzen gemeinsame Vorfahren haben. Und diese gemeinsame Vorfahrenschaft belegt jetzt wieder im nächsten Schritt, dass die Makroevolution, das heißt der Befund, dass sich Baupläne im Laufe der Jahrmillionen herausgebildet haben, ebenfalls als Faktum akzeptiert werden muss. Das ist quasi der Beleg mit den fünf großen Biomolekülen. Gut, nachdem ich jetzt ganz, ganz stark vereinfacht ein paar Grundlagen dargelegt habe, fragen wir uns, was haben jetzt Kompetition, also Wettbewerb und Kooperation, also Zusammenarbeit mit evolutionären Großübergängen zu tun? Wenn Sie sich vorstellen, wir haben links einen Raptorrex, das ist also ein Vorfahre des Tyrannosaurus Rex. T-Rex ist vor 66 Millionen Jahren ausgestorben, mit den letzten Dinosauriern. Und eine Joggerin zum Beispiel hätte, würde sie die Kreidezeit zurückversetzt werden, keinerlei Chance gegenüber einem T-Rex. T-Rexe waren stetig hungrig, das waren riesige Fressmaschinen. Und wir können aus der Paläobiologie ganz klar sagen, dass es immer in der Erdgeschichte letztlich um begrenzte Ressourcen ging. Ja? Es war immer zu wenig zu fressen da. Ja? Die Lebewesen mussten immer irgendwie im Struggle for Life, im Daseinswettbewerb gucken, dass sie irgendwie sich einigermaßen über die Runden bringen können, bedeutet aber Überleben, Fortpflanzen. Gut, also Kompetition oder Konkurrenz, unbegrenzte Ressourcen. Sie können das auch auf eine ganz einfache Formel bringen. In der Natur haben alle Lebewesen, die dort existieren, Hunger. Wenn sie in den Wald gehen, schreit ihnen entgegen, wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Ja? Es sind immer begrenzte Ressourcen vorhanden. Das ist ein Grundsatz der Biologie, was jahrzehntelange Forschung gezeigt hat. So, jetzt kommen wir mal auf den Mensch zu sprechen. Ich werde mich ja auf den Mensch fokussieren und natürlich auch einige Dinge dann erwähnen zu Wirbeltieren, zur Wirbeltierbiologie, die ebenfalls interessant ist. Also, erste Definition. Die Einheiten der Evolution sind Populationen. Das heißt, Fortpflanzungsgemeinschaften. Die bestehen aus männlichen und weiblichen Individuen. Ich beziehe mich jetzt immer auf Wirbeltiere. Bei anderen Tieren sind es genauso, aber bei Pflanzen genauso. Ebenso, lassen Sie sich bitte nicht irritieren, wenn Ihnen irgendjemand erzählt, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Es gibt spermienproduzierende Männchen und Eizellen hervorbringende Weibchen mit Gebärfunktion und weniger als 1% Individuen in Populationen, die wir als Intersex bezeichnen. Das sind Menschen oder Tiere, bei denen eben die Herausbildung der Zweigeschlechtlichkeit aus irgendwelchen Gründen nicht optimal funktioniert hat. Ja? So sieht es in der Biologie aus seit 280 Jahren, seit Linnaeus den Begriff Sex im Sinne von zweigeschlechtlicher Fortpflanzung definiert hat. Okay, ganz wichtig, wir stammen alle aus Afrika. Ja, ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wir sind letztlich in die Savanne abgedrängt worden, haben dort unsere Pigmentierung verloren im Laufe vieler tausender Jahre. Ich komme am Ende mal vor, auf Details zu sprechen. Während die gemeinsamen Vorfahren jetzt im Urwald geblieben sind. Und Mensch und Schimpanse haben natürlich sehr, sehr, sehr vieles gemeinsam. Das wäre natürlich wieder ein abendfüllender Vortrag, was uns vom Schimpansen unterscheidet. Ganz, ganz, ganz wenig. Von Jahr zu Jahr immer weniger, immer mehr Schimpansenphänomene entdecken, die man eigentlich dem Mensch zugeschrieben hätten. Wie gesagt, ein ganz spannendes Thema. Die können viel mehr, als sie glauben. Es gibt Schimpansen, es kommt ja dann politisch ungewollter Witz. Es gibt einzelne Schimpansen, und das stimmt, kann ich das alles belegen. Die sind in einem bestimmten Intelligenztest intelligenter als durchschnittliche Studenten hier in Deutschland.
Current Biology, wer die Referenz will, kann Ihnen das geben. Das gibt es. Einzelne Schimpansen. Unterschätzen Sie bitte unsere nächsten Verwandten nicht. So, Sie wissen alle, dass in Deutschland eine Frau gleich Mann Dogmatik immer mehr verbreitet wird, mit viel Steuermitteln. Und letztlich, wenn man das als Biologe interpretiert, muss man sagen, das führt zur Zerstörung der Mutter, Vater, Kind, Familie. Das, was seit über 2 Millionen Jahren, ich werde Ihnen noch die Fossilien zeigen zum Schluss, letztlich die Hominidenreihe ausgemacht hat. Da mal einen kleinen Witz. Hans Isabelle fragt die alte Dame, sagt die Mama, ja, wir sind für konsequentes Gender Mainstreaming. Ja? Da können wir erstmal lachen drüber. Aber das ist ganz ernst. Ja? Das geht in die Richtung. Dass man also wirklich kleinen Kindern das junge Mädchen sein, das zu über 99% evolutionär verankert, biologisch festgelegt ist, ausreden möchte. Eine ganz schlimme Entwicklung. Und der Spermienlieferant da hinten, der hat immer weniger zu sagen, der hat zu parieren und zu bezahlen. Ich werde Ihnen nachher ein wunderschönes Beispiel für perfektes Feministenleben hier auftischen, und der eigentliche Höhepunkt meiner Darbietungen kommt erst noch. So, jetzt fragen wir uns im nächsten Schritt. Woher kommen die Lebewesen? Wie sind sie entstanden? Und da gibt es drei, ich sage jetzt mal, konkurrierende Konzepte, die immer noch lebendig sind. Erstens, übernatürliche Schöpfung, wie hier dargestellt, ich beziehe mich jetzt auf biblische Mythen, und diese Vorstellung, dass also ein männliches, selbstverständlich was denn sonst, ein männliches, gasförmiges Wirbeltier da oben geflogen ist und vor 10.000 Jahren alles erschaffen hat, ist natürlich irgendwo abenteuerlich. Meiner Meinung nach hat dieser Schöpfungsmythos, also diese kreationistische Weltsicht, durchaus Parallelen zur Behauptung, es gäbe ja gar keine Jungen und Mädchen, das war alles gleich. Also ich habe da auch schon vom Gender-Kreationismus gesprochen, habe da wenig Freunde gemacht. Die zweite Hypothese besteht darin, dass eben angenommen wird, es kamen vor vielen Jahrmillionen, sage ich jetzt mal, in Steinchen eingekapselte Mikroben zur Erde, vom Mars zum Beispiel, die hätten sich hier weiterentwickelt, Panspermie-Hypothese. Dafür gibt es wenige Befunde, aber es spricht sehr, sehr, sehr vieles dafür, dass gemäß dem Stammbaum von Charles Darwin, den er gezeichnet hat, die Lebewesen, die Produkte Jahrmillionen langer Abstammungsprozesse sind. Also letztlich, dass Makroevolution, ich habe Ihnen die Belege gezeigt, ganz kurz, stattgefunden hat, Abstammung und Abänderung. Das sind also die derzeitigen Endstufen jahrmillionenlanger Vorgänge, die wir als organismische oder biologische Evolution bezeichnen. Gut, jetzt müssen wir mal Kompetition, Kooperationsfragen klären. Die werden jetzt ganz spannend. Ich beziehe mich jetzt auf den Menschen. Sie sehen hier einen der am meisten verkannten, aus meiner Sicht aber einen der genialsten Naturforscher überhaupt, nämlich den eigentlichen Entdecker der Evolution. Jean Lamarck hat 1809 in einem Buch klar dargelegt, mit dem Titel Zoologische Philosophie, dass die Lebewesen nicht erschaffen worden sind, wie es in der Bibel steht, sondern sich aus Urform entwickelt haben. Lamarck hat in diesem Buch quasi einen ersten Evolutionsbeleg geliefert, Darwin hat es später aufgegriffen. Kompetition, Kooperation. Lamarck hat sich von seinem religiösen Glauben, ich sage mal, getrennt, als er 17, 18 Jahre alt war. Er war von der Jesuitenschule, wurde dann zum ungläubigen Evolutionsforscher, zum Biologen, zum Zoologen, Botaniker. Aber sein Kollege in Paris, an der Universität Paris, Georges Cuvier, war zeitlebens bibelgläubig, Kreationist. Cuvier war ein genialer Wissenschaftler, keine Frage. Als Lamarck verstorben war, hat Cuvier ganz, ganz unkooperativ und ganz, ganz egozentrisch den Lamarck so schlecht gemacht, dass er 50 Jahre lang völlig vergessen war. Ja? Und das ist jetzt echte Kompetition zwischen Männern. Das ist der Mann-gegen-Mann-Krieg. Zwei Top-Professoren an einer Spitzenuni bekriegen sich, wobei er war der Harmlose, der könnte jemand erschwingen. Also haben wir es gelernt, Männer neigen zur innergeschlechtlichen Kompetition, vor allem wenn es um die Weibchen geht. Das haben wir jetzt hier gleich noch ein weiteres Beispiel. Wir haben hier das Modell von Lamarck.
abgebildet. Lamarck hat sich vorgestellt, zum Beispiel Giraffen strecken sich nach den Blättern, von denen sie leben, von denen sie sich ernähren. Und diese gestärkten Muskeln, diese erworbenen Eigenschaften werden dann vererbt, was natürlich nicht der Fall ist. Und so wird der Hals eben länger. Das ist aber schon dadurch widerlegt, wenn Sie hier mit in ein Klinikum, ja, in jedem Klinikum Deutschlands oder in jeder Klinik, vor allem in Frauenkliniken zum Beispiel oder Geburtsanstalten, können Sie Lamarck widerlegen, nämlich Mütter, die ein drittes Nasenloch gestochen haben, bringen Babys zur Welt, die haben nur zwei Nasenlöcher. Das heißt, das künstlich angebrachte dritte Loch im Nasenflügel, ja, eine Körpermodifikation, wird nicht vererbt. Und genauso wenig wird zum Beispiel diese Verschönerung dieser Dame aus Afrika, also diese Ringe in der Unterlippe, das finden Männer in Afrika attraktiv, warum auch immer, Geschmäcker sind verschieden, auch das wird nicht vererbt. Ja? Wir haben aber hier wieder ein ganz wichtiges Beispiel für die stärkste Bindung im Tierreich überhaupt und beim Mensch auch. Das ist die Mutter-Kind-Bindung. Selbstverständlich bezieht sich das erstmal primär auf die leibliche Mutter, aber eben auch Stiefmütter können eine ganz, ganz starke Bindung zu genetisch fremden Kindern entwickeln. Frauen zeigen wesentlich mehr Empathie und Großzügigkeit verglichen mit Männern. Das hat auch mit Testosteronpegel zu tun. Männer haben 10 bis 20 Mal mehr Aggressionshormon im Blut als Frauen. Das wäre aber ein separater Vortrag. Nach Darwin Wallace sieht es so aus. Variable Populationen und durch natürliche Auslese überleben dann zufallsbedingt langhalsiger. Und diese adaptierten Varianten vererben letztlich dann über die Keimbahn, also über die Gameten, diese Eigenschaften. Also so im Prinzip ist das Beispiel jetzt, ist dieses Beispiel durch Darwin Wallace echt gut erklärt. Wir wissen heute allerdings mehr als damals, die Langhalsigkeit hat auch mit der sexuellen Selektion zu tun, auf Deutsch gesagt. Giraffendamen paaren sich am liebsten mit den größten und kräftigsten Bullen und die Körpergröße ist auch beim Mensch zu 70-80% erblich. Es gibt kein Größengen, es sind viele Gene im Genom, aber das ist einfach ein Beispiel für wie Evolution funktioniert. Ich komme auf die sexuelle Selektion, ein ganz wichtiges Beispiel wieder für Kooperation wie auch Kompetition zu sprechen. Wir sind jetzt genau angelangt bei den zwei ganz, ganz großen Evolutionsforschern, Charles Darwin und Alfred Russel Wallace. Darwin hat bekanntlich sein Hauptwerk mit Ursprung der Art, 1859, erste Auflage veröffentlicht. Und wenn Sie sich vorstellen, Wallace war zeitlebens arbeitslos, er hat also ein ganz erbärmliches Leben durchlaufen, hat nie eine feste Anstellung bekommen. Man kann es sich anders vorstellen. Als Wallace 14 war, hat er immer gesagt, also hau ab. Verdient er Geld? Ja? Hat er sein Geld verdient? Nein, er hat im Selbststudium, ist er zu einem größten Biologen geworden, hat zwei Ehrendoktortitel nachher bekommen. Was ich sagen will, obwohl es eigentlich Konkurrenten waren, ja, inhaltlich, haben diese Top-Biologen perfekt kooperiert. Darwin hat sich um Wallace gekümmert, hat ihn respektiert, obwohl er, das war ein Mr. Nobody, das war niemand, eine Null war das, ja. Er war ein reicher Cambridge-Millionär und Akademiker. Er war wirklich eine komplette Null. Darwin hätte den völlig ignorieren können. Er hat ihn komplett ernst genommen, hat sich gekümmert. Wallace hat zeitlebens, aber Darwin wird er bewundert. Und selbst 9 Jahre nach Darwins Tod, mehr als 9 Jahre nach Darwins Tod, etwa hat er ein Buch publiziert mit dem Titel Darwinism. Er hat also letztlich Darwin die Priorität bei der Entdeckung des Prinzips natürlich auslesen. Das heißt, es gibt Beispiele, das ist die Mehrzahl, wo Männer im Berufsleben eben konkurrieren und wie jetzt eben Lamarck und Cuvier, wie es in dem Fall war. Es gibt aber auch seltene Ausnahmen, das war eben jetzt Darwin und Wallace. Obwohl sie eigentlich Konkurrenten waren, haben sie hervorragend kooperiert. Es gibt aber einen edlen Charakter. Beide hatten einfach einen edlen Charakter, Darwin wie Wallace. Das muss man wirklich sagen. Es wäre schön, wenn es in der heutigen Zeit auch Männer mit diesem menschlichen Format geht. Die werden immer sehen. So, jetzt haben wir ein ganz wichtiges neues Prinzip auf der Tagesordnung, nämlich das Prinzip der Konkurrenzvermeidung. Das Beispiel kennen Sie alle.
diese sogenannten Darwin-Finken, die wurden eben vor etwa 2 bis 3 Millionen Jahren verdriftet. Ein schwarzer Schwarm bestand aus über 1000 Individuen, das wird alles sehr gut belegt. Dort gab es freie ökologische Nischen und über diese sogenannte adaptive Radiation haben sich dann in etwa 2 Millionen Jahren eben diese reproduktiv isolierten Populationen, die wir als echte Arten ansprechen, ja, herausgebildet. Reproduktiv isoliert sind sie nicht ganz, es gibt Hybridisierung, aber es gibt Artbastardierungen in gewissem Maß, das hat aber davon hängt wieder mit der Umwelt zusammen, das wird jetzt komplex werden. Fest steht, dass jedenfalls diese sogenannten Darwin-Finken verschiedene Berufe ausüben, ökologische Nischen erfüllen, sich von unterschiedlichen Ressourcen ernähren und dadurch gemäß dem Prinzip der Konkurrenzvermeidung friedlich koexistieren können. Ganz wichtiges Prinzip der Evolution. Kurzen Blick jetzt auf Wallace. Wallace hat die Mimikrie entdeckt und zum Beispiel hat er ausführlich auf Borneo geschrieben, dass es eben Käfer gibt, die aussehen, als wären sie Wespen. Und das lässt sich auch wieder nur im Sinne einer Kompetition und im Sinne von Feindvermeidung, im Sinne von Fraßschutzverhalten erklären. Also der Daseinswettbewerb der Natur, den hat Alfred Russel Wallace an diesen Beispielen wunderschön belegt. Und es geht über Darwins Thesen hinaus.